Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Deutschland in Deutschland Krimi. Raps. Vertrag akzeptieren. Den wollte ich noch sehen. Die Mission nehmen wir mit. Die kann CP für uns nebenher machen. Wir sehen jetzt mal zu, dass wir zu Feld 46 kommen. Ich habe nämlich keinen Plan, wo das ist. dann fahren wir los. Holen als erstes mal, glaube ich, den Miststreuer. Oder ist der. Nee, der geht ja jetzt in die Mission. Und letztes Mal ist mir das Spiel abgeraut, als ich mehrere Missionen anhatte. Das war nicht so günstig. Oh, 46. Ah, da fahren wir da unten lang. Okay, das finde ich, glaube ich. Ja. An der gescheibten Rapsfläche feuert wie App und dann Hanges. So, kommt mal. Oh, nein, nix Hanges. Wir haben die Rohrschiene. Die ist nicht so günstig, ne? Oh, ich muss auf der Eifel noch das Horsch und Dings. Packet deaktivieren. Das darf ich heute nicht vergessen. Das macht ihr ja irgendwie auch mal Lässe mit Terra Life, ne? Hey, ein Forage Pack DLC. Horsch muss ich ja auch. Muss ich nachher noch gucken. Ja, so ist das in Leben, ne? Irgendwas ist ja immer. Aber man muss auch mal sagen, mit Terra Life, wo sollen die da Jungs das denn auch alle wissen, herwissen, ne? Was für Monster Probleme haben? Die haben die ja alle nicht im Mod-Ordner, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Von daher. Mich stört es nicht, wenn dann nochmal ab und zu ein Fehler da ist und hier ist. Bei Terra Life, ne? Dann ist das halt so, kannst du eh nichts dran ändern. Ich hab gesagt, wir mussten hier hinten hätten. So wie schnell? Nee, wir können doch da bin durchfahren, ne? Dann geht's hier nach da oben, da wollen wir nicht hin. Wichtig ist, dass der Mops hier ans Sein kommt. Wir brauchen die Kohle. Davon müssen wir ja auch unsere Sachen zurückzahlen. Kreide und so. Okay, hier haben wir ja fein ein Grübberchen gemacht mit dem Moped, was nicht gut läuft. 310 PS und dem hat sich der sowas von nass gemacht. Auch nicht so schicki feini, der Zickboy. Das fand ich nicht gut. Saatgut müsste gerade noch so reichen, ist ja nur Robert E. Raps, da geht ja nicht so viel drauf, also merken wir es. Oder? Muss ich hin. Müssten ja auch gleich da sein, ne? Minimap lässt grüßen. Ja, wir müssen hier jetzt eben rum. Hier sind wir. Hier ist der 6. Forge. So, mein kleiner Freund und Kupfersticher. Ich würde sagen, du machst hier jetzt gleich mal fix ein Drillerchen. Wäre ja echt tippitoppi, ne? Einen Moment. So, wieder da. So, wir müssen hier einen Kurs haben, ne? CP-Kurs generieren. Tippitoppi, das speichern wir eben. Neuer Ordner. Feld 46. Kurs speichern, aktivieren. Sehen. Nächsten. Tut mir leid, meine Mama war da gerade. Wie gesagt, das ist in letzter Zeit Standard, ne? Muss man leider durch, als Lurch, wenn du ein Frosch werden willst, ne?
Machen wir heute hier ein Bild von. Und das wird nicht besser mit meiner Mama. Eher das Gegenteil. Da kommst du stellenweise auch zum Nix, muss man mal leider sagen, wie es ist. Deswegen sage ich auch öfters ab und zu, seht's mir, ne, wenn ich jeden Tag alles komme, dann habe ich es nicht geschafft. Und ab und zu am Wochenende brauchst du auch mal deine Zeit, wo du mal mit jemandem Multiplayer spielst, mit dem du dich gut verstehst, mit dem du dich gut unterhalten kannst, mit dem du Spaß hast. Ansonsten hättest du das hier auch, glaube ich, bei mir zu Hause so langsam nicht mehr aus. Okay, er fängt an. Tipptopp. Dann kann er hier eine Mission machen. Wie schnappen wir uns den und fahren ihm zum Ende. Holen das Mistmoped ab. Fahren dann nach dem Hof. Wir müssen eh ein bisschen Mist schippen. Weil der da auch wieder Probleme hatte, der dann so schlecht ablädt beim Misten. Ne? Deswegen holen wir eben den Miststreuer nach dem Hof. Laden den fix voll. Dann ist der jetzt wieder Platz. Vorne noch ein bisschen Mist auf das Land, wo der Weizen gedrillt werden soll. Dann sind wir auch ein bisschen besser aufgestellt. Ne? Und dann würde ich sagen, wenn immer dieselbe Mission für die ist, holen wir die Scheibenmenge dann von Händler und machen eine Mission in Gruppen und so. Das muss sich auch alles ein bisschen refinanzieren jetzt, ne? Durch Mission. Alles andere macht gerade nicht so einen Sinn, ey. Bin ich ja ganz ehrlich. Ja, mit einer 800er Mist vorne auf der Fläche ist, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Aber wir probieren es mal. Da brauchen wir auch weniger Dünger, ne? So muss man das ja auch mal sehen. Ne? Alles, was da an organischen Düngung drauf ist. Nicht zu nah auffahren. Junge. Spaß dir an mineralischen Dünger. Diese Verkehr, ne? Dauert nicht mehr lange, dann ist hier wirklich ganz anders. Also hier ist sie schlimm. Oder gibt es eine Karte, wo der noch genauso schlimm ist? Also ich habe noch keine gespielt, wo er wirklich so extrem ist wie hier. Wenn du nicht mal hinten ans Auto auszusehen ranfahren kannst, und, nee, weiß ich nicht. Wenn ich ja hier am Stadt ist ja nicht so schön. So, aber jetzt erst im Tiefflug, ne? Eben fix nach dem Händler. Zack, 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 Miss Bude hinter, nach dem Hof hin, vollladen, zack, zack, zack. Und dann, ja, dann weiß ja. Guck mal, 7% haben wir schon von der Mische. Wenn die Krom in 800er hier sind, dann braucht der Brauch eigentlich noch ein bisschen Tiefsinn, ne? Ja, wir durften da lang fahren, weil wir so nett in der sind. Ist auch wieder nur gelb, man. Hol mal eben einen Sixpack Kaffee für Svenny. Ich nehme euch auf den Rückweg mit hier. Zack, zack, ich hab Dusch auf Koffer. Ja, ja. Ja, Geld gibt's hinterher wieder, ne? Habe ich ja bei Touren Hoffman von Allen gelernt, ne? Auch mal ein Poma Negro, nicht der Boy. Da kannst du noch mal drüber lachen, ne? Touren Hoffman ist so. Wenn du das ewig nicht mehr geguckt hast, dann ist das doch mal eine schöne Abwechslung, um mal so ein bisschen zu lachen, ne? Kann ich euch nur empfehlen. Wenn man so ein bisschen schlechtes Lohnchen hat, ab und zu mal was anderes gucken. So, das Problem ist ja, da der Händlerplatz ja hier immer so reichlich gesegnet ist, dass wir hier auch wieder wegkommen. Weil ich mich jetzt schon wieder festgefahren habe. So neue Kückeling, guck mal da. Scheibenegge. Perfekto. So, hoffentlich habt ihr jetzt. Ich muss aber eben hier noch anhalten. Ne? So. Dann kommt wieder mit, ne? Zack, zack. Hopp, drupp. Kaffee habt ihr nicht? Oh. Die nehmen hier keine Lira. Oh, okay. Ja, dann. Schickra. Gibt's keinen Kaffee. Abflug. Freundlich. Müssen
was schaffe. Schaffe, schaffe, Mistel fahre. CP-Einstellung. Om. Ne, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da ist ja, nee, dann ist hier nichts los, ja. Das ist mir dann lieber wie anon hier. Nee. So. Das haben wir tippitoppi, ne? Sagen wir, wie es ist. Defekto. Jeopardy. Kennt ihr Jeopardy? Ich komme auch nur auf Blödsinn, ne? Schlimm die ganze Zeit. Und das in meinem Alter, ne? Ist nicht normal. Junge. Ist nicht schön. So, laden wir die Bude gleich voll. Die Torben misten eben unsere Blöcke, dass die da nicht immer so in Cheat rumstehen, ne? Dann sind wir gut vor. Ja, okay, wir haben ein bisschen Kreide an der Backe, aber das ist auch halb so wild. Da kann ich nicht leben. Die Kohle holen wir auch irgendwann wieder rein. Ja, mit der Fahrsiedlung, ne? Ja, das wollen wir auch noch setzen. Von den Tallers, die wir jetzt haben. Weil in 1 muss ja groß sein und in 1 soll ja später grün worden sein, ne? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich auf morgen. Hier müsste doch eben stehen bleiben können, oder? Perfekt. Nee, vorwärts. Das wird ihn vorwärts. So, das Objekt der Begierde eben dran gehangen, ne? Zack, zack. Kommen wir dahinter lang, oder was? Ich habe mich auch wieder so günstig hingestellt, ne? Wie ein junger Gott. Sicher hast du mir gedacht, ey Mann. Irgendwas ist ja immer. Nö, dann können wir da zwischendurch, ne? Ist ja nicht so, dass wir keine Fahrerskills haben. Hier so lang, ne? So langsam? Ja, ist nicht so, dass wir keine Fahrerskills haben, ja. Und die Aussage war passend. Mann! Häng mal an den Hobel, wenn du die richtige Taste drückst. Dann können wir erstmal hier so ein bisschen an die Seite porken, der. Hier so. Weil gelüftet müssen wir im Moment nicht, ne? Nee, müssen wir die nur selber umpumpen oder was? Das weiß ja auch alle nicht so hier. Guck mal, dann fährst du hier so langsam hin, ne? Perfekt. Ey, wir können auch da eben drauf misten. Wir müssen auch noch Kalk fahren. Schicker. Aber wir wollten eben die Zielung ersetzen, ne? P wie bauen. Zielung. Lan, 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 lan.
Das. Nee, das ist so viel zu. Das geht doch gar nicht. Oh, ich war schon viel zu weit. Wie breit ist das? Das ist zu breit hier, ne? Guck mal, wir kriegen aber den Winkel trotzdem nicht ganz hin, ne? Bisschen schade. Das ist noch zu breit. Das ist noch zu breit, ne? Schöne Scheiße. Wo sind denn die anderen jetzt hin? Dich haben wir ja auch noch. Dich müssen wir hier. So genau kriege ich dann nicht geklickt. Sieht scheiße aus. Nee, da passt das nicht hin. Dafür ist er zu groß. Ach, du bist viel zu groß. Was bist du für ein Lüttenmops? Nee. Nee, nee. Du bist eine Mistplatte, ne? Mittelgroßes Fahrsiedlung. Da passt doch nichts rein, oder bilde ich mir das nur ein? Guck mal, da passt doch nichts rein. Ja, so weit in der Art könnten wir hier noch hinpflanzen, ne? Sehen wir? Problem ist, wir müssen da ja auch noch irgendwie wieder lang fahren können. Guck mal, das ist schon wieder zu groß, ne? Wie siehst du aus? Ach, guck mal, die können wir noch frei platzieren. Warum nehmen wir dann nicht Sonnensilo hier? Weil die einfach nicht vom Raster her hier hingehen, ne? Das ist ein Graus. Komm, dann setzen wir hier irgendwie noch so ein kleines Silo hin. Oder wir lassen das erst. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.